Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Age of Heroes. Ja, ich bin wieder zurück oben bei Freya und ich habe ein Pferdchen dabei. Ein schwarzes Pferdchen. Die ersten vier Pferde habe ich jetzt schon fertig und hat auch die hübsche Legionsrüstung an, ne? Passend zu unserem Outfit. Ich habe am Ende der letzten Folge beim Aufräumen gesehen, ich habe drei Notizen. Und nicht nur zwei. Und vielleicht liegt es daran, dass es bei Freya nicht weitergeht. Weil ich nur zwei gelesen hatte. Ich will mal gucken, ob es jetzt weitergeht. Did you find anything out? Das ist immer noch das gleiche wie vorher. Stormwatch. That's a vanir place. You'll find it west of here. I am not ready. You'll need to give me some time. Hier haben wir uns immer verabschiedet. Was ist denn? Das ist unhöflich. Yes, take your barbed tongue and go. Okay. Geht's jetzt weiter? Did you find anything out? Stormwatch. That's a vanir place. You'll find it west of here. Well, go and quickly. A man's life is at risk. Nee, das war jetzt auf jeden Fall schon mal was anderes. Aber ich habe noch was gefunden. Oh, jetzt habe ich wieder nur zwei Notizen. Wo ist denn die dritte Notiz jetzt hin? Okay. Das heißt, ich muss immer alle Gesprächsoptionen bei ihr ausschöpfen anscheinend. Dann würde ich sagen, ich reite da jetzt mal eben rüber. Oder wie weit ist denn das? Das ist nicht so weit, ne? Sollen wir das eben zusammen machen? Bin ja nicht so der geübte Reiter. Bin eben schon mal ein bisschen mit dem Pferdchen rumgeritten. Weil ich versuche, das Pferd immer mit der Maus zu lenken, ich weiß auch nicht. Aber muss ich ja mit WASD steuern. Außerdem habe ich immer Angst, mein Pferd umzubringen. So, wir müssen Richtung Viadukt. Dann einfach da drunter her, ne? Sehr schön, Pferdchen, Level. Braves Pferd. Einfach geradeaus, ne? Ich könnte jetzt auf die Karte gucken. Da. Nein, neue Ponys nehmen wir nicht mit. Wir haben ausreichend. Sieben Pferde reichen. Ich glaube, sieben haben wir, ne? Sieben reichen. So. Ich hoffe, es geht dann weiter. Eben hatte ich noch drei. Ich habe die auch gesehen, ne? Dass ich drei Notizen hatte. Jetzt habe ich nur noch zwei. Wir schmeißen die jetzt gleich nochmal weg. Na, lass mich nur. Vor allem mein Pferdchen. Ich habe so ein hübsches Pferd habe. Doch, ich bin richtig da hinten. Keine Ausdauer mehr. Geh weg. Weg, du. Pferd aufpassen. So. Dann sind wir wieder zurück. So, wir haben jetzt hier
Blablablab. Klaue eines Rabenwesen. Und das war... Keine Sorge, Vetter. Exilanten. So, eine davon haben wir ja drüben gefunden. Herr Freya. Wach du mal hier das, die Wiese. Zeit für euch. Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nö. Ja. Nö. Wo ist denn der Wolf, der hier mal rauskommt? Ach, da oben. Naja, gut. Hast du noch Loot? Nein. So, jetzt gehen wir noch mal gucken. You have found a note. Wir nehmen wieder das Gold mit. Wir haben noch eine Note. So, jetzt haben wir hier Exilanten. Exilanten. Klaue eines Raben. Klaue eines Raben. Hey, ich habe doch eben noch eine andere gehabt. Stehe ich gerade überhaupt nicht mehr. Das ist die, die wir bei Freya gefunden haben. Ja, so, schmeiß mal eine weg. So, dann haben wir hier Exzellenten weg. Ich hatte noch eine gefunden, in der drin stand, dass nichts auf den Clan zurückfallen darf. Wo ist die denn? Wo habe ich die denn herbekommen? We found a note. Keulen schwingen. Warum verschwinden die eigentlich nicht? Das ist schon wieder die. Kann da nicht rein. Aber hier liegen doch zwei Notizen. Davon muss doch eine andere sein. Und eine haben wir ja von Freya. Die kann doch nicht auch wieder hier liegen. Jetzt habe ich schon wieder die zwei bekommen. Das nervt gerade. Ich muss... Sag mal. Kann doch nicht sein. Wir müssten doch hier eine andere finden. Wir haben die eine von Freya. Das war die hier. Und jetzt müsste ich doch... Hier liegen zwei Notizen. Da müsste doch... Eine, die ich schon habe, ja. So, ich schmeiß die jetzt mal alle weg. Nochmal. Nochmal. Klaue eines Raben.
Und das ist wieder die. Ich verstehe es nicht. Ich bin mir sicher, ich habe eben noch eine dritte gehabt. Oder habe ich jetzt die von... von Freya nicht mehr? Aber die habe ich ja gerade eben schon in der Tasche gehabt. Und sie hat mir nicht weitergeholfen. Oh Gott, ist das anstrengend gerade. Kannst du das bitte lassen? Die haben ja auch nichts mehr in der Tasche. Hier liegt auch nichts. Keine Notiz. Hier draußen noch jemand umgelegt? Nee. Gib die nochmal auf. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keinen Schimmer, was ich wo falsch gemacht habe. Ne, es sind immer wieder die gleichen beiden. Wo habe ich denn die andere eben her gehabt? Ja, super. Hier liegt doch sonst nichts, oder? E zum Interagieren. Wo, was? Nein, mit dem Bett? Nee. Hey, wo ist denn hier was zum Interagieren? Ist doch nichts außer den Büchern, oder? Nee. Warum ist das jetzt so schwierig? Tja. Jetzt, bin ich genauso schlau wie vorher. Ist der Goldbeutel wieder da? You found gold. Ja, schön. Kann jetzt den ganzen Tag hier stehen und Gold sammeln. Und immer wieder die gleichen Schriftrollen. Den Dolch kann ich nicht nehmen. Es sind immer wieder die. Da kann ich die noch 100 Mal anklicken, ne? Ah, fang ich direkt wieder dusen an. Tja. Nicht wahr? Gehe ich jetzt noch mal zu Freya? Eine andere Wahl habe ich ja nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende gerade. Aber dann kann ich ja nur... Also ich habe jetzt die beiden Notizen aus der Hütte. Die habe ich ja. Ich bin mir sicher, dass ich vorher 3 hatte. Muss ja. Die von Freya fehlt. Ups. Die Kante war zu steil fürs Pferdchen. Wir reiten jetzt nochmal zu ihr zurück. Ich meine, ich mache doch nichts falsch, oder? Ich reite dahin, bringe alle um, lese die beiden Notizen. Mehr kann ich ja nicht machen.
dann sollte sie doch eigentlich wieder mit uns reden. Okay, jetzt habe ich Schaden gekriegt. Interessant. Ich würde hier gerne mal weiterkommen. Ich hab ja. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich noch anders machen könnte. Sollte, müsste. Komm ich nach oben hier? Da hinten war ja kein Weg. Nein. Wie mein Pferdchen nicht oben. Oh Gott. Warum kann es nicht einfach funktionieren? Hm? Da sind wir wieder. Na, hier kriege ich auch keine Notiz mehr. Nö. Nö. I wasn't sure you'd be back. Any tidings of Angvar? Ich bin dem. I don't recognize the seal of the Ravensfoot, okay. But someone is working behind the scenes. Warum ging's denn vorher nicht? I wonder. Ach so, ich habe vorher die letzte Gesprächsoption nicht gewählt. Bevor, und dann muss ich die Notizen danach holen. No. Ah. I just suspect something. I must travel to New Azagarth and speak with the tribal elders. No, the villagers abhor outsiders. I must go alone. And listen. I have been lying to you. I'm no warrior. Not anymore. Before we were brought to the exiled lands, I fought and killed as well as any in my tribe. More so, some called me Valkyrie, after the warrior women of our myths. When we were captured, I took a wound to the arm. It festered, and I took a long time to recover. When I did, I had lost my prowess in battle. My wound has never truly healed, and my ability to fight is all but gone. Angvar was taken, not because he was weak, but because I can't fight. Perhaps there is a witch named Hulda. She laid an enchantment on my blade when Angvar forged it for me. She might be able to help. Once I have spoken with the elders and hopefully found Hulda, I should know more about where they have taken Angvar. I will seek you out. You have an encampment in the exiled lands, I assume. Then look for me there in a few days. And thank you for your help. Okay, jetzt kommen wir da auch weiter. So, und soweit ich das jetzt weiß, dauert das jetzt immer 8 Real-Life-Stunden, bis sie sich dann wieder meldet. Schützt du die Truhe? Sag mal. Ist da was Tolles drin? Hm? Soll ich da reingucken? Möchtest du das? Guck dir unser Pferdchen an. Sich extra auf die Truhe gestellt, damit ich da reingucke. Weil da so viel tolles Zeug drin ist. Du bist ein braves Pferdchen. Ja. Dann,
Was denn da? Was ist in der Truhe? Hm? Was ist da drin? Gut, ja, dann können wir jetzt nichts machen. Außer 8 Stunden zu warten. Dann würde ich sagen, reisen wir erstmal zurück. Wir können ja jetzt mal gucken. Oh, jetzt steht mein Pferd auch in dem Turm, ne? Ah, der passt doch durch Türen. Der ist schlau. Okay. Ah, vier. Pferdchen ist fertig. Das nächste Pferd ist fertig. Dann können wir schon mal wieder einen Sattel rausnehmen. Die übrigens ziemlich teuer sind. Möchte ich nur mal hier erwähnen. Du siehst ja lustig aus. Ich muss schon wieder aufräumen, ne? Ich hab's schon wieder auf den Boden geschmissen. Das kann doch nicht sein, dass ich keine Kraft habe, oder? Wo ist es? Meine Sichel nicht, ich hab's im Inventar. So. Die Farbe habe ich schon. Egal. Können ja später noch ein weißes machen, vielleicht noch ein schwarzes. Ja, du kriegst auch deinen Seil. Katsching. Ich wünschte, ich könnte alle meine Leiter auf den Pony setzen. So. Stunden warten. Wer denkt sich denn sowas aus? Ich will Wecker stellen. Ich wollte Nacht nochmal aufstehen. Das wäre um 1 Uhr morgens. Wir haben jetzt kurz vor 7. Nein, werde ich nicht tun. Ganz so verrückt bin ich ja dann doch nicht. So, wir können die Stühle nochmal wohin stellen. Wo haben wir denn noch keine Stühle? Mal hier zum Beispiel. Vielleicht kommt da ja später auch noch ein Tisch bei. So. Haben wir auch schon wieder dekoriert. Hatte ich nicht noch ein Bild hier? Können wir auch direkt oben hinhängen. Müssen ja nicht immer Tierköpfe sein, ne? Schön. Nö. Gut, sollen wir jetzt nochmal gucken, ob wir drüben was im Käfig haben? Das Schwert ist schon halb kaputt. Das alles nur, weil ich es nicht verbessern konnte. Dann lasst uns noch mal in den Käfig gucken. Ich bin ja froh, dass es jetzt weitergegangen ist. Aber dass man immer alle Gesprächsoptionen nehmen muss, wenn bis nur noch auf Wiedersehen da steht, hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil die war schon ziemlich unhöflich. Ist sie denn gerade nicht ausgewichen? Doch, ich habe die richtige Taste gedrückt. Ein ausgestopftes Krokodil. Kann ich den eigentlich irgendwie... Ist ja schon fast so. Ich komme mal wieder, ne? Er ist tot. Damit. Oh, da war der Zaun.
Feast. Na, geh du mal. Komm hier, dann nehmen wir das zum Anziehen mit. Für unsere zweite... Hexerin, Zauberin. Wie auch immer. Da Fari-Trommel brauche ich nicht. Da ist wieder jemand drin. Sehr gut. Den Schlüssel nehme ich aber trotzdem mit. Falls mir irgendeiner rumbackt und uns keinen Schlüssel gibt. Gastwirt, Gastwirt, Gastwirt. Oh, Mensch. Wo rennst du denn hin? Hör auf zu tanzen. Blöd. Will doch nur ein Gastwirt haben. Naja, gut. Dann eben nicht. Wir werden schon einen kriegen, ohne eine Säuberung zu veranstalten. Dafür ist unsere Base nämlich nicht gedacht. Warte mal. Ich dachte, er wäre ein weißer Hase. Oh. Oh, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Upsi. Nämlich noch eine Tänzerin. Was mache ich denn mit allen Tänzerinnen? Wir haben ja hier auch noch zwei. Nee, wo habe ich die denn jetzt? Was, die habe ich hier drin noch. Und... ein Koch. Wo ist denn die Tänzerin jetzt? Stell dich mal dahin. Wo ist die denn? Ein bisschen Probleme mit der Wegfindung, ne? Aber geht schon. So, komm, ich stelle dich mal hier rüber. Hallo? Och, jetzt kommst du von da. Wie hast du das denn gemacht? Nur Wache halten. Hier, Tanz für die Göttin. Wenn ich nur 50 von Begleitern... Wo sind die denn jetzt alle? Ja, ist... Wie soll ich das sagen? Muss ich jetzt ständig meine Handwerker und alles suchen? Finde ich ganz schön anstrengend. Was weiß ich, wo die jetzt wieder sind? Und es ist ja auch helllichter Tag. Sollten die da nicht zumindest in der Nähe ihrer Arbeitsstation sein? Ist das nicht? In der Kneipe sind sie auch nicht. Die Fläche oben in den Betten? Nö. Das klang ja in der Theorie super mit den NPCs, aber irgendwie ist das noch nicht so. Ausgereift, kann das sein? Wo finde ich die denn jetzt? Das ist herrlich wieder, herrlich. Ich meine, im Turm habe ich noch keine Betten. Vielleicht gehen die deswegen weg, das kann ja sein. Soll ich den mal, aber wo soll ich da Betten reinstellen?
Tja, keiner zu finden. Machen wir wieder runter. Und ja, ich war mal wieder versehentlich gemutet. Das nervt mich selber, glaub mal. Aber mit meinem immer noch Husten muss ich mich leider immer wieder muten. Auf stumm schalten. Ja. Vielleicht hier und zwischen den beiden Bollern noch so ein Zwischendeck machen. Da mal zwei Betten hinstellen. So was kann ich schaden. Ich weiß trotzdem nicht, wo die sind. Das dauert 2 Tage, dann habe ich hier total den Überblick verloren. Wo wer ist. Sie tanzt da rum. Sie steht da die ganze Zeit. Wo ist denn zum Beispiel unsere Schmelzerin? Ist die jetzt da? Jetzt ist gar keiner mehr da. Ich habe keine NPCs mehr. Die sind alle weg. What the heck? Wo sind die denn alle? Ich meine, ist ja schön, dass die ihre Arbeitsstation verlassen. Ich habe keine NPCs mehr. Es liegt aber auch keiner in dem Bett oder so. Und in die Kneipe brauchen die nicht, weil da ist ja noch nichts. Ich habe ja keinen Gastwirt. Meine Köchin ist auch weg. Ich habe keine NPCs mehr. Sind alle weg. Was ist denn das? Ist hier noch jemand? Nö. Ich meine, theoretisch sollten sie noch da sein. Ja. Läuft, würde ich sagen, oder? Sie sind aber auch nirgendwo. Oder liegt es daran, weil ich auf dem Wasser gebaut habe? Die alle ertrunken? Schwimmen die alle irgendwo? Sind die mit dem Boot weggefahren? Also das mit den NPCs finde ich ja schon suboptimal, würde ich jetzt mal sagen. Impressive, but we can always add more to the... Keine mehr da. Sind alle weg. Meine Arbeiter sind alle weg. Mal schon. Die sitzen auch nirgendwo, die stehen auch nirgendwo, die laufen nirgendwo rum. Die sind einfach weg. Tja. Nun gut. Vielleicht sind sie ja auch in 8 Stunden wieder da. Mal sehen, wie es morgen bei Freya weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.